Cheerio, meine Freunde, willkommen zurück zu Pokémon Schwarz in der Randomizer Nuzlocke Edition. Richtig. Im letzten Part haben wir die Siegestraße beendet. Ich bin nochmal ein bisschen rumgegangen, habe geguckt, was für Items da lagen und es war nichts Besonderes, was da lag, demnach. Nee. Ja, ich habe jetzt im Schnelldurchlauf, jeder kennt von euch dieses Vorspulfunktion, habe ich unsere Pokémon, ja, ihr seht, alle auf Level 55 gebracht. Das Beste war nämlich, hier gab es Ordos. Also unten, ihr kennt ja dieses steinerne Gebiet, dieses Geröll, was da ist. Und es kam nur Ordos. Und das mit Glücksei. Perfecto Mundo. Aber wir sind jetzt bereit für die Pokémon-Liga. Wir kommen so langsam auf das Ende zu. Leider, leider, leider. Aber naja. Ja, stärkeren, bla bla bla. So, jetzt ist natürlich die Preisfrage, wen nehmen wir. Also, entschuldige. Aber es ist ganz gut, dass ich kann euch nochmal zeigen, wie unsere Pokémon sich verändert haben. Ja, Luffy. Luffy wollte Kreideschrei lernen, habe ich auch getan. Dafür ist nämlich zum Mürben weg. Weil ich denke, manchmal kann es vielleicht gut sein, die Verteidigung des Gegners zu senken, damit wir auch noch ordentliche zuschlagen können. Dann haben wir Jilla. Jilla hat eigentlich nichts gelernt, wollte Horrorblack lernen, aber nö. Dann haben wir Sui. Sui hat endlich Erdbeben gelernt. Ja! Boah, was ich gleich noch machen wollte, ist ihm Surfer beibringen, anstatt von Ebrühe. Ja, unsere Vanni wollte Gegenstoß lernen, habe ich nicht gemacht, weil, ne. Da natürlich Chopper noch, hat nichts gelernt, leider. Wollte Grimasse lernen, braucht kein Schwein. Und unsere Manuela hat Rückenwind gelernt. Den habe ich ihr auch beigebracht, weil das kann vielleicht gut helfen, um den Gegnern zuvor zu kommen. Ja, ohne lange Umschweife, Leute. Legen wir jetzt mal los, würde ich sagen. Jetzt wollte ich nämlich gerade schon wieder auf die Vorspultaste drücken. So, und was ich auch gedacht habe, ich habe natürlich das wieder umgesetzt. Also wir haben jetzt wieder die Folgen. So, wen noch fordern wir denn zuerst raus? Wir haben links Geist, oben links Unlicht, oben rechts Psycho und rechts haben wir Kampf. Und dann gucken wir doch erstmal unser Team an. Womit können wir am einfachsten als erstes fahren? Ich bin sogar... überlegen wir mal. Jetzt bringe ich erstmal Sui Surfer bei und ich glaube, wir machen als erstes mal die Geister. Dort werden wir mit Chopper liegen. Aus dem ganz einfachen Grund. Wieso habe ich eigentlich nur 4 VMs? Wo ist der Rest geblieben? Kannst du das jetzt irgendwie verpennt haben oder so? Auf jeden Fall. So, erstmal Sui Surfer beibringen. Ich werde bei. Erstmal mit Dings leaden, mit Chopper leaden. Weil das ist das erste Pokémon von. Wie hieß sie noch? Mir ist der Name entfallen. Auf jeden Fall, die gute hat ja als erstes ein Echnotor. Das ist natürlich das Beste. Die Namen der Gegner vergessen, aber die Namen der Pokémon noch wissen. Das ist natürlich Oberklasse. So. Geister erscheine. Plups. So, guten Tag. Die feuern, heurig lodernden Augen des Mannes starren aus seinem finsteren, hageren Gesicht hervor, wie eine ständige Erinnerung an seinen Entschluss, alles um der Gerechtigkeitswillen zu opfern. Das war ein Auszug aus meinem neuesten Werk. Die Anregung für die Hauptfigur lieferte mir der letzte Trainer, der mich zu einem Kampf herausgefordert hat. Leider ging unsere Begegnung für ihn nicht allzu glimpflich aus. Es ist wirklich schade um ihn. Aber genug der Gefühlsduselei. Du bist ebenfalls Trainer und willst dich mit mir messen, stimmt's? Dann mach dich auf was gefasst, denn ich bin Anissa, die Meisterin der Geist-Pokémon. Oh, mit epischer Battle-Mugge geht's los. Na, komm mal her, Anissa. Mit Satu kommt. Ach ja, Grandomize. Ah! Aber Chopper ist da trotzdem nicht gerade schlecht. 48. Da war aber ein bisschen überlevelt, ne? Huh? So. Ja, machen wir Donnerschlag. Och nein. Komm nicht mit. Hoffentlich reicht ein Donnerzahn. Aber habe ich ja ganz verpennt. Sie sind ja auch gerandomized alles. Jo, dann. Habe ich da kein Pro. Siberio. Das dürfte ihr. Skelapa-Ersatz sein, wenn ich das Level mir so angucke. So, gegen Siberio.
Was hau ich denn mal da rein? Ich glaube, hau ich mal unsere Wand-Jella rein. Oder kann Siberio... Kann Siberio Knirscher? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube... Wer nicht das ist... Kirscher, noch mal ein Muggel. Ein Free-Hit ist doch wirklich sehr gut. So. Ach du Schande, Blizzard. Aber Siberio ist stark in der... Oh, verdammt. Siberio ist physisch. Ein physischer Angreifer. So, haben wir das mal verbrannt. Finde ich auch ein Wunderbärchen. Jetzt... Oh nein, Missklick. Au. Brennt bereits. Wie darf man sich das eigentlich optisch vorstellen, wenn ein Pokémon brennt? Das muss doch total komisch aussehen durch das Pokémon. Ah, Hilfe, ich brenne! Flammen. Da will mir Siberio ja eigentlich schon im Grunde leid tun, weil Eis. So, jetzt aber richtig. Eiszapfakel. Ja, wie erwartet nicht viel. So, jetzt kommt doch bestimmt die Top-Genesung. Dann kann ich ja mal Irrlicht machen. Ja. Dann ziehen wir nochmal mit Irrlicht drauf. Und... verbessern. Bababam. Ja, sorry, ich bin immer... Warum schrecke ich... Eiszapftagel lässt zurückschrecken? Das ist richtig nett. Aber was ich gerade sagen wollte, ja, es gibt halt einfach Lieder, die finde ich so unglaublich episch, da muss ich mittrillern. Was natürlich eine Qual für euch ist. So. Ich bin jetzt sogar gewillt rauszuwechseln, wenn ich ehrlich bin. Aber auf wen? Ich glaube, ich nehme Vanny. Vanny, du bist dran! Pam. Oh Gott, das ist wie keine Erholung. Ernsthaft? Oh Gott. Gut. Mogelhieb. Patsch. Sehr schön. So, und jetzt die Stärke. Mit Flinkklaue. Da-da-da-da-dam. Jo, das war's. Mit der nächsten Stärke haben wir es platt. Natürlich nennt sich nochmal... Oh, ey. Jetzt weiß ich wenigstens, wie es den Computer mal geht, wenn wir Spieler meinen, wir müssen nochmal einen Tränke einsetzen. Sitzt der Computer, sitzt der PC dann auch noch so da? So, ah, gleich habe ich ihn besiegt, gleich habe ich ihn besiegt, gleich habe ich ihn besiegt. Top geht so. Nein! Gut, das war Siberio. Tschüss. Dreifach geteilt. Oh, Girafarik. Hallo. Oh, da bleib ich einfach mal drin. Ah, oh, Psychokinese. Autsch. Jo, das war ziemlich autsch. Aber es hat nur 80 abgezogen. Das heißt, noch ein Schlag sollte Vanny überleben, aber ganz knapp. Alter, Hedditte. Kabutops, hallo Kabutops. Ja, nee, klar. Alter. Chopper, du bist dran. Das war knapp. Das war sehr, sehr knapp. Bedroher. Senken wir erstmal noch den Angriff von Kabutops. Das war super. Und. Ah, siehst du mal. Er wollte uns finishen mit der Wasserdüse. War wohl nichts, Kollege. War wohl nichts. Und da kommt der Schlitzer. Aber dank gesenkter Angriff. Ah. Zack. Okay, dann ist es jetzt egal, welchen Gegner wir herausfordern. Sie haben alle gerandomized Pokémon. Das hatte ich ganz verpennt gehabt. Ja, ich bin auch absolut sprachlos. Ich habe mich leider total ver... Alter. Voll der lange Text.
tut mir leid. Zunächst muss ich meine Pokémon aufrichtig um Vergebung bitten. Ich bin betrübt, bekümmert und tröst nicht. Ich kann es kaum in Worte fassen. Ihr solltet euch keine Vorwürfe machen. Immerhin kann doch jedem im Kampf passieren. Aber wie dem auch sei, ich bin immer noch Mitglied der Top 4. Noch, Liebes. Ja, okay, sie ist es auch noch, Schwarz und Weiß 2, aber... Trotzdem, reiß dich mal zusammen, Mädchen. So, deswegen ist es auch eigentlich egal, wen wir jetzt in den Kampf als erstes schicken. Ich lasse Chopper vorne, aus dem ganz einfachen Grund. Bedroher ist immer gut. So, dann werden wir uns jetzt nochmal Astor, den erinnere ich mich noch, Astor, zum Kampf stellen. Ein sehr guter Trainer, finde ich, von Licht-Pokémon. Aber im Original, also jetzt ohne gerandomized, war es seine Pokémon-Auswahl doch ein bisschen bescheiden. Als erstes fängt er nämlich da mit Cleopatra an. Naja, ich finde es immer so schade, dass die sich immer auf die Pokémon spezialisieren aus ihrer Region. Ich meine, klar, die können es auch drin haben, warum nicht doch ältere? Ach, du grüne Neune. Was ist... Habe ich etwa irgendeinen wichtigen Tag verschwitzt? Die Trainer geben sich ja heute regelrecht die Klinke in die Hand. Aber ist ja auch wurscht. Ich bin jedenfalls Astor von den Top 4 und somit dein Gegner im nächsten Kampf. Los geht's, Astor! Bam, 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 bam. So, ja, 4 Pokémon wie erwartet und. Gewaldro! Hallo, Gewaldro! Du bist der Ersatz für Cleopatra. Das finde ich aber nicht cool, dass man dich mit Cleopatra auf eine Stufe stellt. So. Ich gehe aber da mal raus. Das wird Manuela übernehmen. Ach du Schande, hör auf mit Kreideschrei. Fängt ja schon mal gut an. So, in die Luft. Alter. So, au revoir. Slam wollte er machen. Bam! Reicht das? Ja, perfekt. Aber ist ja wohl ganz klar, dass ich mit Manuela jetzt rausgehe. Mit der bleibe ich nicht drin. Vierfach gesenkte Hand. Verteidigung, ey, hallo? Oh, Rosana. Hallo, Rosana. Was mache ich denn bei Rosana? Rosana, Eis. Psycho. Ich glaube, Jela ist die beste Wahl dafür, ne? Ja. Ich nehme mal Jela. Los geht's! Außer sie kommt mit einer Attacke an, die ich nicht sehen will. Boah, Lawine. Das ist nicht die Attacke, die ich nicht sehen will. Diese Attacke, die ich nicht sehen will, ist... Trugträne? Was macht Trugträne denn nochmal? Spezial... Och du Schande, hör auf meine Spezialverteidigung zu senken. So. Da wir gerade unsere Spezialverteidigung gerade stark gesenkt wurde, bleibe ich da bestimmt nicht drin. Weil ein Blizzard und eine Psychokinese von Rosana auf Jela mit gesenkter Verteidigung. Überleben wir nicht. So, nochmal den Angriff senken, weil... Warum setzt die ganze Zeit Lawine ein? Habe ich irgendwas verpasst? Das macht ja überhaupt keinen Schaden mit der Verbrennung und, Droher. Body Slam. Hä? Das war ein Crit, aber... Trotzdem, warum... Kapier ich nicht. Hat Rosana auf dem Level keine speziellen Attacken? Schon ein bisschen seltsam. Atmurai! Hallo Atmurai! Du bist ja noch... Du hast uns ja in der letzten Folge schön begrüßt. Ach, oh Gott. Jetzt triff, Chopper. Dankeschön. Ja, ich würde sagen, wir haben unser... Ich glaube, die Pokémon sind etwas über Level. Ich habe bei dem Level aber auch an Dings gedacht. Und Somnivora. Jetzt habe ich doch nicht drauf geachtet, was denn sein Signature war, ne? Ich habe bei den Level jetzt auch eher auf an G-Sys gedacht. Weil sein stärkstes Pokémon ist Level 59. So, ja. Wir beenden das jetzt mal hier. Knirscher! Bam! Sehr schön, und das war Astor.
Blum, Level 56, für Chappa. Oh, Ladungsstoß, den nehme ich doch sehr gerne. Für Funkensprung schmeißen wir den mal rein. Funkensprung und Donnerzahn sind gleich stark, das musst du mal reinziehen, ey. So, das war unser zweiter Top-Vierling. Ob man nun sein Bestes gegeben hat, ob das Schicksal es mit einem gut oder doch eher schlecht gemeint hat. Eine Niederlage ist und bleibt eine Niederlage. Genau dies verleiht den Lorbeeren des Siegeskrankes ihre erhabene Pracht. Und von deinem Siegerlächeln bin ich regelrecht geblendet. Eieieiei, da schmeißt er hier aber ganz schön mit Komplimenten um sich. So, ich benutze mal unsere Supertränke. Ja, ich habe auch eingekauft, wie ihr gesehen habt. So. So, Leute, dann beende ich aber den Part jetzt mal hier. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und dann werden wir die anderen. Jetzt habe ich ein Mikrofon umgeschmissen. dann kümmern wir uns um die anderen beiden Top-Vierlinge. Also, bis dann.